Schwarm, Karaya? Um Zweier? Ich denke schon, ich habe mich an den zweiten Schwarm, der gestartet ist, gehängt. Gibt es für die Engländer Beschränkungen, wo sie rumfliegen dürfen? Ne, die können ja angreifen, Vorsicht also. Guckt hier mal an, wo die Bomber stehen, die stehen doch alle im Mondfeld da. Sind alle bei mir. Die sind zu blöd, einen Platz zu bauen. Ja, gehen die Motoren an? Motoren gehen an nach Respawn, aber die können nicht respawnen. Also nur einige. Was habt ihr genau gemacht? Einfach nur rausgegangen, wieder reingegangen? Genau. Ja. Wie geht's bei dir auf Freiheit? Nein, meiner läuft noch nicht. Ist jetzt die dritte Maschine, die ich jetzt genommen habe. Louis, funk doch mal zu denen rüber. Kannst du zum LG1 funken? Naja, ich kann nur zu allen funken. Dann funk mal zu allen. Was dass es nur vereinzelt angeht. Und dass diese Maschinen sich aufstellen sollen. An LG1 nur, oder was? An alle. Bomber müssen komplett neu auf dem Server, dann scheint es zu funktionieren. Some pilots of us still have spawning problems, can't start the engines even after respawning. LG1 is trying Mont Didier airfield. Oh, wir machen ja daher von Dieppe Rücksturz zur Erde, da können wir Motoren ausmachen. Vorher irgendwer hat anscheinend Bomben am Boden abgeworfen, das ist gerade explodiert. Hier explodiert alles um mich herum. Wahnsinn, ja, unten auf einer von den Startpositionen. Vielleicht sollte ich den Server auch nochmal verlassen und nochmal neu reinkommen. Ja, alles ist besser als nicht machen. Test ist doch Freiheit. Das kannst du doch selbstständig machen. Genial, ey. Server ist weg, glaube ich. Ja, Server ist weg. Server ist weg. Hab ich eine neue Chance? Sicher, ich krieg immer noch Nachrichten vom Server. Nee, ich krieg auch Nachrichten. Jetzt sind aber alle möglichen Leute weggesprungen. Fuck. Das war, glaube ich, das Skript. Ja, ist immer das scheiß Skript. Ja. Aber nicht oben. Aber nur beim ersten Mal wenigstens etwas Positives. Ne? Ah, da sind die ersten schon gestorben. Mann, Mann, Mann. Naja, wenn du gerade im Starten bist und der Server kackt, habt ihr es auch blöd. Aber wer stellt auch die Bomben am Boden scharf, ey? Dass die überhaupt explodieren, ich dachte, das geht gar nicht. Nee, das ist ganz normal, wenn du. Das ist ganz normal, wenn du das Flugzeug stehend auf dem Platz verlässt, dann schaltet sich irgendwie automatisch der Autopilot ein und schmeißt alle Bomben scharf raus und dann knallt's. Okay. 10-1-0. Hätten doch bis zum Patch. Piloten, wer kann von euch alle fliegen? Ich kann alle fliegen. Okay, Aufstellung und hoch. LG1 hat eben gesagt, dass er wohl das in, was war es, Mont Didier versuchen, glaube ich, ne? Das wissen die Roten jedenfalls, wo wir herkommen. Naja, das wissen sie auch so, denke ich, oder? Naja, mehr oder weniger. Da gibt's ja nicht so viele Möglichkeiten, oder? Im ziemlich begrenzten Gebiet. Ich fürchte stark, sag ich mal sogar, dass wir gleich hier irgendwann in den Luftkampf geraten. Naja, klar, die sind bald da. Von der Zeit könnten sie da sein, also gut aufpassen. LG1 to JC4, we are at Rosieres. No, no. Bray, let me lay that. We are at Mont Didier. Mont Didier. Was? Ja, Mont Didier? Mont Didier Flugfeld sind sie jetzt. Ach so. Die hatten nur Probleme mit den Spawnpunkten und sind dann gewechselt.
Zubelun, was ist denn du? Aufstellung. Zack, zack. Aufstellung, kommt, kommt, kommt. Ihr warpt gerade weg von mir irgendwie. Was ist denn jetzt los? Zwei Maschinen auf unserer 3 Uhr. Das sind das Bomba, glaube ich, oder? Selbe Höhe. Ja, Jungs. Du, ihr bleibt auf 2 Uhr, ne? Falkenberg ist der Formführer, wie du. Ich halt mit. Ja, steigen auf 2. Leistung? 1-1, 10 Uhr. So, jetzt sind noch meine Frames schön weit unten. 3 Maschinen auf 2 Uhr leicht erhöht. Ja, das mit den Frames habe ich auch irgendwie. Das ist wahrscheinlich, weil so viele Leute auf einem Platz stehen. Was passiert, nachdem er eben kurz weg war? Jetzt sind die Frames total unten. Eine U88 macht Breakdance unten am Boden. Ja. So, 2000 liegen ein. Ich hab Kontakte auf 2 Uhr. Ja, we are at Montdidier, ready to roll. Gotha blind. Graf blind, oberhalb, unterhalb? Selbe Höhe. Etwas, naja, selbe Höhe doch. Ich sehe auf unserer 2 Uhr 2 Kontakte etwas wir höher sind, in der Distanz. Wir sind auf fast 4. So, 3 Kontakte stehen jetzt unten, 4 Kontakte auf der Bahn jetzt. Oh Leute, das funktioniert doch ja nicht. Die Mission sollte nicht gewertet werden. Ist doch alles noch normal, bleibt doch ruhig. Ganz entspannt erstmal. Die Roten haben sicher genauso Probleme wie wir. Ich habe jetzt, das MKL kommt jetzt ja her, mit 2 bis 3 Maschinen und die werden tief mit unten sein. Victor, ich hoffe, dass sie einigermaßen Position halten, dass es nicht so unübersichtlich wird. Freiheit immer noch kein Erfolg. Doch, die Maschine geht jetzt an, aber ehrlich gesagt möchte ich nicht alleine fliegen. Ja, wir kreisen dann noch. Wir sind jetzt zu 5. Wir sind sogar noch unten. Starte und dann kommst du hoch auf 2000 in der Lisa. Okay. Direkt über den Platz. Wir haben nur keinen Backfire, pass auf. Ja, bleib mal kurz ruhig, bitte. Jäger für Bomber, wir starten. Bomber starten. Verliert sie nicht aus. Macht aber irgendwas. Eine zieht nach links weg. Mal gucken, ob die hochkommt. Was sind denn das hier für Jäger, die hier vor mir starten? Eine lockere Formation bitte zu mir. Das sind vielleicht Leute vom IG-14. Okay. Nee, die sind nicht auf unserem Platz. Auf unserem Platz ist nur unsere Welle. Auch nicht die Ungarn, die sind weiter hinten bei Armee. Okay, weil da mehrere Jäger unten am Boden sind.
kommen die LG-1-Bomber noch zu uns wieder, weißt du das? Nee, ich verstehe okay. Atomkern. We are LT1 is approaching Rosier, taking off from Montpellier. Okay, die kommen wohl her. Pylon, das LG1 kommt zu unserem Platz. Mit ihren Bombern. Was? Okay, wir Jäger, ja, wir sinken jetzt ein bisschen und drehen jetzt gleich stark über Rolf und folgen dann den Bombern. Sonst fliegen wir ja gegeneinander, jetzt über Rolf. Ui, du steigst ja. Wo sind die Bomber jetzt? Ich kann sie nicht sehen. Südlich vom Platz sind wir 500 ungefähr in der Rolf. Um den Platz rum. Freiheit, folgst du gerade den Bombern? Ja. Okay, ja, dann sind wir auf deiner 7 Uhr hoch. Wie du, die sind hier zwischen der kleinen Stadt und dem Platz. Beziehungsweise jetzt zwischen uns und dem Platz. Ah, ich sehe sie. Ja, 3 unterhalb. LT1 here, seeing 4 bombers heading east. Pylon, das LG1 sieht euch und schließt euch an. Wie du, ich weiß nicht, wen die sehen, aber wir sind nur zu dritt. Wieso seid ihr zu dritt? Pylon ist ausgefallen. Pylon hatte Probleme beim Start. Ja. Rübenackerfelder. Hat er gecrashed? Ist er tot? Ja. Tot? Nee, tot. Du Der kann zumindest nicht mehr joinen. 15 Minuten warten. 15. Ja, dann haben wir die Bombe auf unserer 2 Uhr nach. Nee, aber ja, genau. Ja. Wer führt jetzt den Haufen da unten? Im Moment Kroms. Ja, geh auf Kurs. Kroms. Südkurs. Na, du kannst dir nachher helfen, Pylon. Araya, wo bist du da im Verband? Ich bin auf der rechten Seite. Also ich Bomber gegen Elisa auf Südkurs. Ne? Wir nehmen uns jetzt gleich auf, ne? Links, rechts, Höhenrotte, Dui. Links. Ich bin jetzt neben der weißen 6. Falkenberg rechts, kann man ja hoch. Teilen wir uns auf? LG1 ja, klar, to JT4, do you want us stärker to überrollen. Return over Rossi Earth? Meinst du über Lisa, ja? Lisa, go on. Lisa. South Victor. JG4 Bomb Leader ist crashed down. Kurz AFK. Lisa. Bombe sind jetzt auf Südkurs. Wer ist die weiße 6? Ohne Strich ist es Cats. Okay. Boah. Oh, das war knapp. Ja. Vorsicht, hier schnell gerade einer mein Groß. Sorry, könnte ich gewesen sein. Guck mal, links von dir, pass auf. Mach Abstand, Sky, wenn du hier. Ja, ich sehe dich, ja. Mach Abstand. Es gibt keinen Schönheitswettbewerb. War auf Abstand. Ziel ist wieder Sky, mal leicht vor den Bombern auf der Laserposition zu sein, leicht erhöht. Ja, bitte. Stolz ein bisschen noch da? Ich musste dich unterfliegen, weil ich zu schnell war.
Aber ich bin, glaube ich, links von dir. Bilon, Kroms-Kurs? Oder Bilon? Süd. Genau, Südkurs, genau Süd. 180 Grad. Hallo 20. Freiheit, in der 18. Jägerformation bin ich jetzt gerade der hinterste. Ich bin gerade bei der weißen 1, das kann ja nur Falkenberg sein. Ja. Passt gut auf davon. Übrigens, alles hier vom Feindgebiet mit, oder also potenziell. Ich passiere jetzt gerade Dubi. Okay. Wo sollen Karaya hin, Falkenberg, mit seiner Rotte? Oberhalb der Bombe. Okay. Auf die 6 Uhr Position, am besten so, ja, 800.000 höher. Okay, ja, ich bin direkt hinter den Bombern, 100 Meter und steige. Sehr schön. Ja, die weiße 4, wer ist die weiße 4? Die weiße 4 ist Freiheit. Okay, dann habe ich die gerade passiert, ich bin auf deiner 9. Vorsicht, wenn Kontaktmeldungen sind, okay. Bitte mal dann kurz den Mund halten. Wir sind noch 209er bei uns. Wie du. Ja, dann lass es doch da. Ach ja, schwarze 5 hast du? Das bin ich. Weiße 5 sollte ich sein. Ein bisschen rausgeschossen hatte Warp. Ja, das Warp manchmal, müsst ihr echt aufpassen. Ich bin jetzt auf der 7 Uhr der Bomber. Höher. Super geil. Das ist super geil. Jo, nutzt eure Kapazität, um Kontakte zu suchen. Kapazitäten. Die LG-1-Bomber sehe ich noch nicht, wie du kommst die ran. Freiheit, ich bin auf deiner 3 nicht. Uhr. Keine Ahnung, ich habe die Ungarn zu denen geschickt. Auf meiner 3 Uhr? Auf deiner 7, 3 bis 4 welche. Uhr, ja. Okay. Selbe Höhe. Fragen? Selbe Höhe, etwas entfernt, einen Kilometer. Wie, du siehst die Bomber nicht? Doch, okay. Die sind unter mir direkt. Okay. Soll ich rüberkommen oder kommst du? Ja, ich soll ja wir sollen ja hinter den Bombern und über den genau. Bombern bleiben. Also eigentlich bin ich ja dahinter, ne? Glaube ich. Jetzt quatsch nicht so viel, mach mal den Punkt ein bisschen weiter zu. Soll ich mal bei den LG1 Leuten fragen wieder, wo sie sind? Oder wird das sowieso nichts mehr? Alchi. Negativ, no visual. Ja. Ich bin jetzt direkt hinter den. Ja. LG1 is at Bravo Foxtrot 8. Bravo Foxtrot 8. Ich glaube, du überholst mich jetzt, heading ne? West. Flying direct. Also das LG1 will Victor, direkt gehen. Hab dich gesehen. Nicht bei uns. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nicht. Also, wenn der funktioniert oder ob der funktioniert, werden wir noch sehen. Genau, Plan funktioniert immer bis zum ersten Feindkontakt. Ne? Negative, can't see anyone. Ein Bomber ist leider ein bisschen rausgefallen, der hängt schon wieder einen halben oder einen Kilometer dahinter. Ein bisschen über Rolf. Mir, ne? Ja, ihr dreht jetzt nach Rolf, ne? Genau, ja, die Bomber drehen auf. Bomber schwenkt jetzt auf Westkurs. Jetzt kommt der andere Bomber wieder ran. Wir haben mich unterflogen, Dui, pass auf, ja. Bitte, ihr seid ganz woanders, Cat. Ich habe die Leistungsgabe. Jetzt sind wir wieder im Kurs. Karaya, gehst du gerade über Rolf?
Ja, genau. Ich setze mich auf die 7 Uhr hoch der Bomber. Es ist 5 Uhr, meine ich. Kommst du ran, Stolben? Ja, ich komme ran. Du bist auf der weiter in dieser Position? Genau. Hier links ist schon die Karte vorbei, sichtbar. Mhm. Kannst du noch mal kurz wackeln? Bin sehr tief. So, 3000 gehen durch. Kurs West. Höhe der Bomber jetzt? 3000. Kirchturm 29. Victor. Höhe. Windschutz 10.09. Bomber direkt vor unter mir. Über dieser Skal. Der Höhenschutz geht 1000 Meter höher. 10-1. Tom, LG1 is at Bravo Foxtrot 08, heading south over the river. Was euer Wackel nochmal bitte? 3K altitude. Negativ. Die andere. Okay. Was ist die geplante Höhe der Bomber? 5000? 4-5, ja. Die anderen haben schon Feinde. Oh, jetzt. Okay, die 5 sehe ich. Okay, Victor, sehe ich auch. Dann bleib dran, Freiheit. Was schief gehen kann, geht halt schief. Ist ja noch Zeit. Ja, sind aber Sachen, die dürfen eigentlich nicht passieren. Dass die Leute sich hier die Motoren kochen. Jetzt war Rolf richtig. Wir haben drei Kontakte auf der 3 Uhr bis 3:30 der Bomber. Selbe Höhe wie Bomber, circa Hallo 40. Victor, ja. Victor. Richtung des Flusses, gell? Ja. Ja, kommen jetzt direkt Richtung Bomber. Etwas unterhalb. Sehe auch noch nichts. 2 Uhr der Bomber etwa. Macht was auf der rechten Seite. Freiheit und ich schauen uns die mal an. Okay, Höhenroute drauf. Wo sind die Bomber jetzt? Stolben, wo gehst du hin? Bomber sind auf Hallo 36 etwa. Ich wollte nur gucken, wer haben die Bouvier schon? Die Feinde, drei Kontakte kommen schnell ran. Was machen wir? Bitte mal anweisen. Karaya und Freiheit schauen sich die mal an. Ja, das sind, ihr seid nur zu zweit, da tut sich wenig. Schön bei den Bombern bleiben. Weil man gehen die Jäger gleich hin. Kommen sehr schnell heran. Ich kann aber noch nicht sagen, was es ist. Es sind Bomber. Use U88. Alles klar. Okay, klar. Ich brauche mal die Position der Bomber, ich habe sie Augen verloren. Etwa auf 2 Uhr, ihr entfernt euch sehr weit. Auf 3 Uhr wie du? Wir sind auf eurer 2 Uhr. Victor, danke schön.
Ben 1-0. Was ist mit den News? Kommen die jetzt, schließen sie sich an? Ja, anscheinend. Naja, fliegen aber erstmal hinten durch. Ja, fliegen jetzt etwas quer ab. Eine U zieht jetzt von unseren rechts. Zwei Kontakte. Ne, das sind die Bomber, sorry. Eine von den unseren drei U's hat irgendwie einen Schlenker gemacht. Euer nächster Wegpunkt der Bomber ist Ruhn, richtig? Richtig. Ja. Okay. Da kennt der scharfe Flak sein, also nicht direkt drüber, ne? Ich bin auf deiner 7 Uhr. Etwas tiefer. Victor. Am besten nördlich dran vorbei und dann auf die Pier hoch. Ja. Wie du bitte wiederholen, nördlich das so? Victor meines Wissens. Ja, so nördlich an Ruhn vorbei und auch nach die Pier zum Ziel am Flug. Victor. Jo. Bis jetzt sieht alles gut aus. Wie du bei euch sind hinter euch zwei Kontakte auf eurer Höhe. Circa wahrscheinlich 5 Uhr. Lego, geh mal mit Stäuben gucken, Victor, was es ist. Victor, komm ran. Geht mal gucken, was es ist, Lego. Sieht wie 109 aus. Das sind 109er, das sind 109er. Zwei Stück. Victor. Warte zu dem Bomber. LG1 is heading west towards the target. Roger. Pilot, eure Höhe ist? Pilot, eure Höhe ist? Stäuben, wo bist du? Ich bin bei dir. Etwas weiter weg, Bühne. Aber ich komme gleich dran. Rekord ist die Höhe der Bomber, bitte. 44. Victor, ich denke, ihr könnt die Höhe halten. Vito, wir werden eher ein wenig tiefer gehen. Auf 4000. Ja, das ist auch in Ordnung. Ihr müsst jetzt schnell werden. Das ist wichtig. Ja, aber die sind ziemlich arg auseinandergezogen. Wir müssen erstmal wieder rankommen. Sind das Freunde auf 12 und 1 Uhr? Ja. Drei Viertel 10, Viertel vor 10, 1-0. Zwei weit entfernte Kontakte auf der 8 Uhr bis 7 Uhr. Sind es die, die euch eben passiert haben? Immer von euch weit entfernt, auf eurer circa 9 Uhr, denke ich. Leicht erhöht. Ja, das könnten die sein. Das sind zwei Stück, ne? Ja, du, ich glaube, das sind wir, wenn du von den Bombern aussprichst. Nee, ich bin den Schwarm 1. Das sind unsere Jungs. LG1 location, Bravo Foxtrot 03. Das LG1 ist in Bravo Foxtrot 3. Wiederholen bitte. LG1 ist hinter uns in Bravo Foxtrot 3. Das waren doch wahrscheinlich die drei, gell? Ja, das müssen ja die gewesen sein, die vom Norden hier gekommen sind. Gunner meldet Hurricane.
Habt ihr das gehört? Ja. Victor. Achtung, aufpassen. Wir haben Kontakt auf 6 Uhr. Ja, bei dem hinteren Bomberfeind einer ranzukommen, oder was ist das? Du, Victor, wenn du siehst, an den Bomber, wir gehen rein. Wir kann, er gehen bei letzter Maschine. Ja. Kontakt, Kontakt. Stäuben, ich gehe rein. Kommst du mit? Victor, ich komme. Einer. Stützen drauf. Hurricane fliegt weiter auf die vorderen Bomber. Jäger, seid ihr dran? Kommen. Ihr könnt den Deckbus mal runter, bricht weg, Hurry fällt runter über Rolf. Da ist der zweite Hurricane, ist beim letzten Bomber. Hurricane Victor, geht über Lisa weg, Padlego. Kreier geht an die Hurricane dran. Victor. Der Rest Victor. Geht zu den Bombern, der Rest geht zu den vorderen Bombern. Ich falle auch noch die Hurry nochmal. Ich hab geschossen. Wow, der Hase. Gut, da du bleibst bei mir. Victor. Hurricane bricht weg, wir lassen von der Hurricane ab. Victor, ich hab's getroffen. Bomber bekommt noch mal eine die Hurricane ist noch negativ. Zieht wieder hinter den Bombern herein. Die allererste. Hier sind zwei Hurries, Vorsicht. Jetzt bist du, Sky, bist du noch da? Ja, Victor. Victor, vor uns ist die Hurry. Hurry hält auf die beiden vorderen Bombern tief, auf Hallo 35. Ich bin schneller, darf ich an dir vorbei? Wenn jemand, ja klar, wenn jemand rein kann, dann bitte rein. Hurry, 1000 Meter unter den zwei führenden Bombern. Bist du noch dran? Bisschen weiter weg, aber ich bin dran. Victor, Augen auf. Ramm mich nicht weg. Vorsicht, du, ich bin unter dir. Ja, ramm mich nicht weg, ich kann dich nicht sehen. Ja, ich hab dich verloren im Sturz. Warum ist da keiner bei den vorderen Bombern? Die Hurry kommt schnell näher. Ja, ich bin da, ich sehe sie, sie geht hoch. Macht mal was, wie du geht. Ich bin noch zu weit weg. Jetzt beim hinteren Bomber. Ja, Ausweichbewegung. Ausweichbewegung, Bomber. Ich bin noch nicht da, ich schaff noch nicht. Greif ein. Da hinterer Bomber muss runter. Bricht runter, bricht weg, bis frei. Ich hab ne 6. Bomber Dreckkurs setzen. Sorry, ich schreibe bei den Bomber zu tun. Komm wieder ran, bitte. Bin mega. Mido, bin nicht mehr bei dir, hab ich verloren. Bin auch gestürzt, ich hab jetzt Hallo 42. Ich glaube, sie hat abgelassen. Karaya hat über der Stadt eine einzelne Hurricane auf ca. Hallo 3-0. Bad Lego, ich hab dich verloren, ich geh wieder an die Bombe ran. Ich bin in der Nähe der Bombe in der Linkskurve gerade. Ja. Ich bin vor den drei Jägern. Hat noch einer Kontakt. Ansonsten wieder auf alte Position gehen. Karaya hat eine Hurricane angegangen, hinter den Bombern, Hallo 3-5. Ja, die ist scheißegal, die interessiert keine Sau. Jetzt eine Rechtskurve. Ruhig bleiben. Bist du an mir dran, Stäuben? Nee, das bin ich. Oh, zweiter Bomber hat Motorenschaden. Motor fällt aus. Zwei Hurricanes hinter den Bombern, weit entfernt aber. Karaya, du... naja, bleib bei den Bombern. Ja, ich steige wieder hoch, ich lasse die Hurricanes. Die sind noch immer über der kleinen Stadt, die Bomber gerade passiert haben, aber weit unterhalb. Ich habe momentan alle verloren, ich bin allein. Kurs 320 etwa. Ja. Hallo 45. Immer mal 6 checken, nicht dass da von hinten was rankommt. Und diesmal aufpassen vor allem. Wie viele Bomber können noch aufs Ziel gehen und wie viele sind beschädigt? Nur ein Bomber übrig, plus Pylon, der ist aber abgeschlagen. Ach du Scheiße. Und wir muss zurück. Zwei Bomber, Krums alleine, Pylon alleine im Anflug. Victor. Der beschädigte Bomber steht Pylon aus. In der Nähe von diesen drei Flüssen, südöstlich von Dieppe, fliegt direkt auf Ziel.
du rottest wieder vorne beim einzig verbleibenden Bomber. Ich bin also dahinter. Alle 50, Kurs 320. Es sind viele einzelne Kontakte in der 6, so bitte immer checken. Ich kann den nicht alle erkennen. Ich sehe noch keine Bombe. Ich bin bei der zweiten abgeschlagenen U. Die fliegt nach Haus, da brauchst du nicht bleiben. Nee, die hält auf den großen Verband zu. Victor. Stolpen, ich bin an der 7 Uhr des Bombers. Victor. 7 Uhr, alles klar. Position Pylon auf 7. Alpha Karus 320, Richtung 4. Heading Northwest. Alpha Zulu 06. Victor. Yeah, here it comes. Karai ist jetzt auch bei dem einzelnen abgeschlagenen Bomber und sieht die anderen Bomber davor. Es gibt da vorne nur noch einen Bomber. Ja, aber ich bin jetzt gerade eben bei der einen Junkers, die Fahne zieht. Hm, die selbst auch sieht. Mehr. Ja, die sinkt gerade. Wo geht denn die hin? Die beschädigten Bomber sollen sich absetzen noch ins Heimatgebiet, bitte. Verstanden, dreh ab. Was guckt denn da noch rum? Pylon einzeln, schätzungsweise Blanco dreht Alpha Zorro 6. Soll ich ihn nach Hause eskortieren? Ich bin direkt drüber. Nö. Ich habe eine einzelne 109 hinter mir. Die sieht mich jetzt. Wer ist das? Also könnte ich sein, aber ich sehe dich nicht. Ich wackel mal. Das bin ich. Alles klar, dranhängen. Ich sehe euch beide vor mir. Ich bin auf eurer 7 Uhr. Unsere 88 ist jetzt auf Zielanflug. Yep. Genau. Hallo, circa 40. Bad Lego, bin bei dir. Alles klar. Möglicher Kontakt, 1 Uhr des Führungsbombers. Hoch. Des einzelnen Bombers? Ja. Jetzt komm bitte wieder ein bisschen mehr in meine 8 Uhr. Ich bin Sky, sorry, Sky. Wie du, ich bin dran. Okay. Ich sehe den einzelnen Kontakt an der Küste auf Palo ca. 60 bis 55. Pylon, was wird deine Höhe sein? Pylon, was wird deine Höhe sein, wenn du über die Bier reinkommst? 4000 ungefähr. Bitte wiederholen. Deine Höhe über die Bier wird sein? 4000. Victor. Zwei Kontakte jetzt auf Palo 55 bis 60 über 4. Komm, fliegt ein, ja, ist das aber nicht. Berühre. Kolby über Rolfstein. Aber Karaya ist hinter Vido und Rosa. Noch dabei. Aber weiter entfernt. Ja. Zwei Kontakte auf der weiten 5 der Bomber, des Bombers. Drei, Uhr, drei Kontakte über Dieppe, Flo 55. Louis, kannst du zwei vorausschicken? Ich glaube ich und es ist sonst keiner mehr da, groß. Also ich bin noch bei den Bombern. Graf ist auch rechts oberhalb. Ja. Wir sind alle da. Schaut sich das an. Wir sind schon auf Fallo 50. Kontakt jetzt auch auf Fallo 50.
Lasst den Bomber nicht zu weit hinterrutschen, ihr seid schon wieder alle dahinter eher. Ein Kontakt kommt schneller auf der 1 Uhr der Bomber jetzt, auf der 12 Uhr der Bomber ran. Leicht erhöht. Du meinst den einzelnen Bomber, ne? Des einzelnen Bombers. Ich sehe ihn. Vektor bestätigt. Dewey und Sky gehen ran. Voraussichtlich Feind. Feindmaschine, wie es aussieht. Der ist genau vor mir, das muss ich sagen, jetzt der Stolpen und ich dahin gehen. Dewey geht drauf und Sky, wie gesagt. Achso, ihr seid schon da, alles Hurricane. Klar. Machen einen Angriff Frontal. Raus, jetzt könnt ihr übernehmen. Sky über Rolf. Hurricane bricht durch, ich muss ran, Bad Lego. Wo ist Hurricane die denn? Direkt hinter mir. Am Bomber, am Bomber. Ach verdammt. Chroms hat Kontakt. Gunner geht bei Bomber, der gerade im Zugang ist. Ah, fuck, sie hat ihn voll was beschädigt. Ich bin zu spät. Das ist doch. Okay, guckt jetzt weg. Rolf halt über die Kiste noch Bomber. Und hau die Bomben raus. Halt sie noch. Da waren noch zwei weitere Kontakte hoch, also Vorsicht. Und nicht alle hinterher, aus seid zu viert an einer scheiß Hurricane. Wir gehen wieder zurück. Pilot hat sie in Sicht. Ja. Zwei Kontakte jetzt auf der weiten 9 Uhr des Bombers. Vorsicht, selbe Höhe. Aber noch weiter entfernt. Hast du die Bomben noch rausgekriegt? Also, konntest du die Bomben noch lösen? Achtung, Achtung, wir kriegen vier Kontakte 5500 Meter hinter dem Bomber kommen herein, 2 Kilometer entfernt. Victor, und zwei Feinde voraussichtlich auf der 8 Uhr des Bombers, selbe Höhe. Bad Lego, ich bin am Bomber dran. Sky, die sind bei uns auf der. Alles klar. Auch. Jäger, ihr solltet steigen, wir kriegen hier. Gesellschaft, 5 Kontakte jetzt, 5 Maschinen. Sky über uns hat gerade ein Hurricane passiert. Ja, Hurricane geht auf die obere Watte. Bombs absetzen. Bombs absetzen, wir haben sofort absetzen. Hinter uns, Sky. Tief nach Hause. Jetzt. 5 Feindmaschinen, 5000 Meter hinter den Bombern, also hier südöstlich der Stadt. Bombermotoren sind aus. Victor, dann. Versuch zu segeln. Der Hurricane stürzt runter. Vito, was machen wir? Wir bleiben hier und kämpfen. Die anderen Bomber kommen auch noch. Wir müssen sie ablenken, dass die anderen Winzen noch was welche Rotte ist hier auf Hallo 42? Wir haben eine Hurricane in unserer 6. Alles klar, frei. Ja, ich gehe auf die Harry gerade. Victor, dann ziehen wir die noch ein bisschen. Baller sie weg. Vorsicht, Sky, die ist auf unserer 6 Uhr. Stolm, du bist nicht mehr beim Bomber, oder? Negativ. Oh, was? Rubberband, fuck hey. Sky überroll. Steigen. Stark. Da ist glaube ich noch eine Feindmaschine. Ist sie gerammt? Ja, die ist geworbt. Deshalb ist sie mir nicht hinein. Die ist auf einmal in der Luft stehen geblieben. Okay. Ich kann aber noch fliegen. Das glaube ich dir nicht. Oh ja, ich habe einen halben rechten Flügel. Wo seid ihr? Wir sind über Dieppe statt Hallo 50. Okay, Karaya auf 100.000 Meter gedrückt. Karaya muss Steiger. Raus. Hat jemand Kontakt? Victor, Curry sind jetzt tief unten, ich steige wieder. Passt auf, ihr habt 5 Kontakte gehabt auf 5000 Metern über der Stadt. Wie du Kondens auf 2 Uhr. Stolben, kannst du mal wackeln? Kann ich nicht einsehen. Stolben mit Lisa. Na, Victor. Kommen 3 Kontakte rein aus Richtung. Wir fliegen erstmal aufs Wasser Ost. Raus. Steigen. Ja. Bist du an irgendwas dran, Bad Lego? Oh fuck, ich habe jetzt 2 Hurricanes vor mir in der Rechtskurve an der Küste. Hallo. Hallo 40. Ich bin noch auf Hallo 33, kann dir momentan nicht helfen. Steige. Ausfliegen, geht die Küste rauf oder runter? 2 Hurricanes steigen jetzt auf Hallo 45. Ich glaube 6. Achtung, Alter, 6. Wegtauchen. Wir haben eine Hurry auf unserer 3 Uhr, die geht jetzt einen an. Vorsicht. Ja, das Hallo bin ich. Hallo ca. 40. Vorsicht, kommt, nähert sich schnell nach 109. Die jetzt steigt. Bitte, ja, vielleicht ich nicht. Wir gehen mit rein. Das bin ich. Das war knapp. Wir kommen ran, durchhalten. Oh, da kriegt. Nee, wir gehen auf die andere 109, die jetzt steil steigt, die hat eine 6. Wir kommen aber nicht ran, wenn du so wegsteigst. Hängt dran. Ich hab 6. Sie trudelt. Sky, wir gehen drauf. Ich hab 6. Ich hab auch 6. Hallo, 40. Rückt weg. Ich bin dran an Dana. Gehen wir über Rolf. Rolf, ja. Hab ihr ein bisschen was mitgegeben, Sky, geh erstmal raus und schauen, wo Lego hin ist. Wir sind bei Dewey.
bin in der Nähe der Küste. Hier ist noch einer. Zwei, ich fliege Richtung Meer jetzt. Ich sinke Victor, langsam. Victor, ich sehe euch. Zwei oder drei höre ich unten auf Hallo. Ah, Wasserkühler bestätigt, das gibt's doch nicht, ey. Zieh dich zurück. Gotha, du hast sechs. Gotha, sechs. Gotha, okay, sechs. Drei, Victor, steig ein auf die Ruhe, höre ich. Red nicht über Lila, wie du. Nee, was soll ich machen? Seid ihr noch da? Weg? Ich hab hier 209er mit mir, die jetzt. Wir haben. Vorsicht, Sky, die kommt jetzt an uns ran. Wir haben eine Höhe auf 5. Komm zurück bitte, Vido, wir gucken mit der. Ja, die 109 in der Rechtskurve, ich bin bei dir, ich hab eine 6. Da. Ich bin ganz in deiner Nähe. Sky, ich. Hier ist eine 109 direkt vor mir, ich hab eine 6, hilf mir bitte. Ich bin auf Hallo. Hab eine getroffen. 40. Sky, sie ist in der Rechtskurve. Halb 1. In der Nähe des Luftkampfes, wer ist das? Ui, Rolf, Lisa, bitte. Ich hab auch eine 6. Ich bin stark über Rolf gerade. Victor, Victor. Such erstmal, wo die anderen. Ich hab einen angeschossen, ich komme wieder nach oben. Ja, Vido, geh mal, guck mal nach rechts, da bin ich. Ich hab den Hurricane hinter mir, die ist etwas weiter weg. Rechts kann ich nicht einsehen. Höher? Höher. Ich glaube, ich sehe dich. Bist du in der Lisa-Legung? Ich bin in einer konstanten Rechtskurve, der Hurricane hinter mir, weit. Wir gehen auf einen in der Lisa gerade. Gut, da hängst du an mir noch. Ich stütze runter. Das kann sein, ich häng hinter einer. Bomber Jäger 1, Bomber noch in der Luft, gerade auf Deck im Abflug vom Zielgebiet. Hab 6. Voraus. Ich bin jetzt an der Küste, hallo. Hab ihr was mitgegeben, hat Ölfahren, ich geh raus. Ich hab Wasserkühler. Und ich hab mich in die Stall und bin tot. Ach, fuck. Auf Hallo 50 sind viele Kontakte, Vorsicht. Ich komm wohl nicht ran, aber ich hab's immer noch hinter mir, das ist unangenehm. Bist du noch dran, Sky? Victor. Sorry, wir gehen 288er gerade unter mir durch, Kurs Süd. Victor, die haben eine 6 Sky, ich falle über die. Ja. Victor, die haben eine 6. Worden, aber nicht von mir. Du bist raus. Wer war das? Kannst du sehen, war eine andere 109. Ja, doch, angefangen zu schießen. Zwei Hurries noch hinter den Bombern. Wo sind die Bomber? In welche Richtung gehen sie? Die Bomber Richtung Nord, die Küste Nord, hoch. Ost, ja. Die Küste also hoch. Also ca. 30. Freiheit ist hier direkt bei Dieppe im Zweikampf. Falls einer hier ist. Ja, wir sehen. Ich bin da. Gut, auch nach unten. Mit dort. Zwei Hurricanes vor mir. Ich halte ihn noch ein bisschen vor mir. Oh, hab überzogen und bin durch. Geh auf die zweite. Gut, da lösen. Oh, die ist verdammt schnell. Aber schnell bleiben. Ich steig wieder. Kann die zweite nicht einsehen. Zweite hat gerade geschossen, zieht jetzt hart über Rolf. Hinter dem Bomber her, der runtergeht. Ich gehe da nicht mit runter. Wir sind nicht bei drauf, Gut. Ich gehe wieder hoch, Gotha. Video, sammelt euch da mal langsam. Wir haben viele Einzelne jetzt rumfliegen. So, jetzt langsam absetzen Richtung Heimat. Kurs? Die bei den Bonbon sind, bleiben bei den Bonbon. Ich hab ne 6. Ich versuch, welcher Kurs ist. Wo bist du? Ich bin an der Küste, nördlich von Dieppe, Hallo 35. Hab ich nicht mehr. Hab deine Höhe nicht mehr. Du musst runter. Drück wer an. Kommt da in meiner. Wer kommt da in meiner 5 rein? Ist jetzt auf 6 gleich? Ich bin auf. Gut, ich bin auf 150. 150. Ich hab geschossen. Ich stürze runter. Ich bin an einer Hurricane, die einer 100 Meilen hinterher geht. Das war ich, genau, hier. Sehr gut. Sie lässt ich ab. Ich kann auch Hilfe gebrauchen. Wo seid ihr? Gut, ungefähr. Vom letzten Punkt aus. Nördlich von hier. Nördlich Dieppe fliegen. Ich fliege jetzt okay, den Fluss da entlang runter, klar. Die Hurricane hat zu stark abgedreht. Victor, danke, lass Gotha, ich komme jetzt mal zu dir. Geht nach Hause. Ich komme da nicht mehr hin, sammelt wenn ihr mir nicht hilft jetzt. Gotha, wir fliegen jetzt nach Hause, ich hänge mich direkt an direkt über Dieppe. Victor. Und auf Deck. Nach Norden absetzen, nach Norden, direkt ja. Die Küste hoch, nach Norden. Das wird okay. Schwierig. Nach links, Gotha. Braucht noch wer Hilfe von uns? Ja, ich. Freiheit ist noch über Dieppe. Ich hab so kurz abgehangen. Mal sehen. Gut, da gucken wir unsere 6, da sind mehrere Kontakte im Luftkampf. Ja, ich will gerade sagen, wir haben da was in der 6. Ah, die kugeln miteinander.
Da ja, das kann mal helfen. Die hat noch einen Abschuss dann, bekommen. Dann geht mal hin. Dann geht mal hin, wenn ihr den seht. Okay, wir helfen dem. Alles klar. Ich folge dir, Guter. Freie direkte Position jetzt noch. Wo? Ich flieg jetzt Richtung Abbeville. Ich gehe gleich von Ost Richtung Abbeville jetzt. Glaube, ich habe sie abhängen können. Ja, ich habe einen Einzelflieger bei mir. Ja, hast du gerade gewackelt, mich passiert eine Hurricane, ne. Nee. Dann zieh dich zurück, Freiheit, jetzt. Victor. Ich habe zwei Hurricanes hier, nördlich Dibier auf 15. Ich zieh mich zurück. Der kommt gerade ganz links, ist ein Hurricane. Nicht mehr angreifen, zurückziehen jetzt. Wo rechts, wir gehen auch. Piloten. Den großen Fluss entlang fliegen. Victor, Lego, bin bei dir. Da fährt direkt nach Amiens. Pilon, wie sieht's aus? Jo, und ich gehe runter, ich habe Treffer kassiert. Noch Wärme in der Luft von den Bombern? Negativ. Okay. Ich sehe nur Hurricanes. Zurückziehen. Ist noch wer von uns in Gefahr? Freiheit zurückziehen. Negativ. Der große Fluss ja, im Moment habe ich, ist ich noch weit weg. Die verfolgt mich, aber ist weit weg. Okay, alle nach Hause. Gotha, du auch. Du bist in der Nähe des Luftkampfs gewesen. Siehst du, dass du wegkommst? Ja, schon dabei. Can you guys hear me if I do this? Is LG1, please repeat. Yes, we are almost like back home. Scheiße, sie ist wieder dran. Deine Richtung? Und höher. Richtung Ost jetzt. Oh, ich weiß nicht schnell, ey. Ich habe doch Vollgas, das sollte sich ausgehen. Die sollte nicht nachkommen. 200 habe ich. Ja. Ja, gib Vollgas, die kann dir nicht nach. Ach, das kommt mir aber anders vor. Geh auf 130 zu 150, das ist der direkte Kurs, und sag mir, was du siehst. Große Wald, irgendwas. Ja, ich fliege hier gerade dicht über den Wald. Ich kann nicht, ich bin im Unterbeschuss. Geh nach unten, such ihn. Also meine Richtung muss etwa Abbeville sein. Nee, da wird es ja nördlich liegen. Abbeville ist von Dieppe aus ca. 60 Grad. Okay. Wo landen wir? Oh, die ist so dicht dran, die hat 100 Meter hinter mir. Versuch sie auszukurbeln. Ja, klappen raus ein bisschen und kurbeln, ist deine einzige Chance, wenn sie dran ist. Sobald sie langsam ist, haust du ab, kannst du schneller weg beschleunigen. Ich kurbel nach unten rum, ich versuche dich zu finden, aber... Vor mir ist ein Flugzeug, ungefähr Kilometer. Ich kann noch nicht sehen, was für eins. Wo? Oberhalb. Boah, Junge. Leute, versucht nach Hause zu kommen. Ja, versuche ich ja. Wo ist Alti ungefähr? Kurbel ja wie doof hier. Ich hab Wasserkühler, Scheißdreck. Ja, weiter fliegen. Also wenigstens jetzt irgendwie ein Gebiet abzuspringen. Kann ich nicht sein, ich weiß nicht, wo du steckst. Ich auch nicht. Das Dorf kenne ich nicht. Geldkatastrophe. Die hat mich aus dem Auge verloren. Jetzt versuche ich wegzukommen. Naja, versuch noch zu ziehen, was du machen kannst. Lese noch, aber die hat mich erstmal aus dem Auge verloren.